stromaufwärts der Brücke über die Autobahn A4 soll im Elbvorland mit der Abwasserüberleitung des Abwasserzweckverbandes Wilde Sau die Grundlage zur Außerbetriebnahme der Kläranlage in Klipphausen geschaffen werden. Eine Druckleitung leitet das im Verbandsgebiet anfallende Abwasser zur Kläranlage Dresden-Kaditz. Die Elbquerung soll mittels HDD-Verfahren durchgeführt werden. Die geschlossene Bauweise soll den notwendigen Eingriff in den schützenswerten Elbbereich auf ein Minimum reduzieren. Vorbaubeginn erfolgte auf den Baustellen Einrichtungsflächen eine Kampfmittelerkundung. Das Grundprinzip einer Horizontalbohrung ist immer das gleiche. Zunächst wird eine Pilotbohrung hergestellt. Die Lagebestimmung erfolgte in diesem Fall durch eine Laserkreiselortung. Richtung, Neigung der Bohrlanze sowie Bohrspülungsdruck und Temperatur werden über ein Kabel im Bohrgestänge an einen Rechner im Steuerstand des Bohrgeräts übertragen. Zunächst montieren die Spezialisten den Bohrkopf für die Pilotbohrung am Gestänge der 250 Tonnen Bohranlage. Für die Pilotbohrung wird ein Felsbohrmotor mit einem 12¼ Zoll MT-Rollenmeißel verwendet. Mit dieser Spezialtechnik realisiert die Beermann GmbH hier in Dresden eine umweltschonende, ökologische und wirtschaftliche Bohrung mit einer Länge von etwa 480 Metern. Die Ortungsdaten werden fortlaufend beobachtet und zweimal pro Bohrstange gespeichert. Der Felsbohrmotor mit seiner Abwinklung von 2 Grad ermöglicht die Steuerung der Pilotbohrung. Die Mindestüberdeckung der Druckleitung muss 5 Meter betragen, um Bentonitausbläser zu vermeiden und einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Medienleitungen einzuhalten. Die Genauigkeit des Ortungsverfahrens liegt bei weniger als plus minus 25 cm. Punktgenau tritt der Bohrkopf in der Zielgrube aus, welche auf dem rechtselbischen Gelände des Klärwerkes Dresden-Kaditz liegt. Im nächsten Arbeitsgang erfolgt die Aufweitung des Bohrlochs für den späteren Einzug der Leitungen. Dabei zieht das Bohrgerät den angebauten Aufweitkopf rotierend zurück, um das Bohrloch für das Rohrbündel zu vergrößern. Dafür montieren die Spezialisten der Firma Beermann Bohrtechnik GmbH einen sogenannten Hole Opener, ein Felsbohrwerkzeug, an das Bohrgestänge. Auch hierbei wird, wie schon bei der Pilotbohrung, ein Bentonit-Wassergemisch durch einen Felsbohrkopf in das Bohrloch eingebracht. Die Bentonit-Bohrspülung soll das abgebaute Felsgestein heraustransportieren, das Bohrloch stützen und das Werkzeug kühlen. In der Zwischenzeit schweißen die Spezialisten der Pfaffinger Unternehmensgruppe aus Leipzig die einzelnen 355x48,5 HDPE-Rohre zu einem Rohrstrang zusammen. Eine spezielle Vorrichtung in der Schweißanlage fixiert die runden Polyethylenrohre. Danach werden die Rohrenden mit der knapp 5 cm dicken Wandung plan gefräst und so für das Schweißen vorbereitet. Im Anschluss erwärmt eine Heizplatte die beiden Rohrenden auf über 215 Grad Celsius. Hat das Material die erforderliche Temperatur, werden beide Rohrenden mit Druck aufeinander gepresst, wodurch eine homogene Verbindung entsteht. Mit Abschluss der Schweißarbeiten liegt der 480 Meter lange Rohrstrang auf der Vormontagefläche des Klärwerks Dresden-Kaditz. Als letzter Arbeitsschritt kann der Rohrstrang in das fertige Bohrloch eingezogen werden. Mit 7 Minuten pro 9,5 Meter Bohrstange wurde das Rohr eingezogen. Ein Drehlager zwischen dem Einzugsräumer und dem Rohrbündel sorgt für die Entkopplung der Rotation. Für den Einzug verlagern die Mitarbeiter der Firma Pfaffinger den auf der Montagefläche liegenden 480 Meter langen Rohrstrang zur Zielgrube. Dafür liegt die Rohrleitung auf Rollböcken, um Schäden am PE-Rohr zu vermeiden und Reibungskräfte zu reduzieren. Parallel werden die als Ringbundware vorhandenen Kabelleerrohre aus den Abrollanhängern zur Zielgrube gezogen und zusammen
mit dem HDPE-Abwasserdruckrohr mit der Einzugsgarnitur verbunden. Die beim Rohreinzug auftretenden Kräfte werden im Rechner der Bohranlage gespeichert und können später zur Dokumentation ausgelesen und dem Kunden übergeben werden. Mit dem Rohrbündel wird durch die Firma Beermann ein 3,5 Zoll Bohrgestänge eingezogen. Über dieses außenglatte Bohrgestänge erfolgt nach dem Rohreinzug die Verdämmung des Ringraumes zwischen den PE-Rohren und der Bohrlochwand. Die hier durchgeführte Horizontalbohrung ist ein kostensparendes, maßgeschneidertes Verfahren für derart komplexe und schwierige Bauverhältnisse, welches zudem die Umwelt schont und zu einer erheblichen Bauzeitverkürzung führt. Mit dem Einzug des 355x48,5 PE-Rohres und der beiden Kabelschutzrohre DA75 SDR7,4 ist der letzte Arbeitsschritt zur Elbquerung erfolgt. Im Anschluss werden die Enden der gebohrten Druckleitung mit der offenen Bauweise rechts und links der Elbe verbunden. Nach allen erforderlichen Prüfungen der Druckleitung werden alle Baugruben durch die Firma Pfaffinger verfüllt und die Oberflächen wiederhergestellt. Mit der Fertigstellung der Abwasserüberleitung des Abwasserzweckverbandes Wilde Sau wird die Außerbetriebnahme der Kläranlage in Klipphausen möglich.